Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Und wir finden hier ein totes Pferd. Was das wohl zu bedeuten hat. Ja, wir machen heute noch weiter mit unseren Hexeraufträgen in Novigrad. Ich versuche wieder mal, wie gestern, heute in der einen Folge zwei Hexeraufträge zu beenden. Jetzt begeben wir uns erstmal, Türen werden zugeschlagen. Zu einem Spukhaus sollen wir uns begeben. Und das machen wir doch glatt mal. Moldavi anwesend. Hier steht ein dusseliger Händler in der Pampa rum. Aber wir wollen da vorne zu diesem Haus. Das ist also das Spukhaus. Ja, hier ist irgendwie auch nicht mehr so viel. Aber schön ist es trotzdem irgendwie. Unter uns ist was zu untersuchen und hier ist eine riesige Pflanze. So, gucken wir uns mal um und versuchen wir hier durch die Tür reinzukommen. Knock, knock. So, drin wären wir schon mal. Huch. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Da steht noch ganz viel Brot und so Schmiekram. Gehärtische, lidrische Lederhose. Rrr. Lederhosen sind sowas von sexy. Überlegene Kretsch-Kartätsche. Na? Noch ein bisschen was, alles mitnehmen, was hier so rumsteht. Ist das Stein im Bett? Hat hier ein Troll gewohnt und im Bett geschlafen? Weil das ist auch wieder Eis alles hier. Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Ah, Salz bringt also nichts gegen Gespenster. Lehrte Geralt uns gerade. Wow. Was rumpelt hier denn so rum? Ah. Was haben wir hier drin noch? So was Bärenfell haben wir gebraucht für irgendeine Dingssache. Alchemiekram. Fässerweise Zwergenschnaps. Lass sie aber gut gehen. Hier war lange keiner mehr. Bin gespannt, was hier drüben auf uns wartet. Was ist das bitte? Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Lies das Tagebuch aus dem verfallenen Häuschen. Machen wir. Ja, so schon mal gar nicht. Chance auf ein Frieren. Nützliches. Das ist das Tagebuch. Tagebuch aus dem Moldavi-Anwesen. So ein hübsches Haus. Ich kann es nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten. Valeria war ja immer geschäftssüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagte, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es ist schön. Es wird schön werden. Ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände grün. Valeria
hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt, aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört, die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagten, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch immer im Haus umgeht. Die Leute glauben ja den abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie nochmal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte, das letzte Nacht etwas gehört zu haben. Wie ein schreckliches, ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubte sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Hey, war das nicht das? Das war das falsche Tagebuch, wie es aussieht. Gut, nächstes Buch. Amaverik von Soranos Tagebuch. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchen widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird. Unbill? Übel? Unbill? Unbill kenne ich nicht, das Wort. Entstehen wird. Ja, sogar heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessen magische Barriere zu erschaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von großer Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen, aber keine Sorge. Weder Axt noch Klinge können ihm etwas anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als das Dieners Gefängnis dienen, ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzüglich Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächlichen Studien und gelegentlichen Praxis nicht zu erwerben sind. Die Stümper und Taugen tun nicht Gute, unserer Profession brauchen sich gar nicht zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Tölpel steckt. Habe ich ihn doch schon vor Urzeiten um Käse und Tinte geschickt. So, das müsste das richtige Buch gewesen sein. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Okay, da kommen wir nicht durch. Naja, hier ist Wasser. Versuchen wir unser Glück. Mit Schwimmen. Ich hasse Schwimmen. Das sieht ganz gut aus. Da hat was geklingelt. Ob das die Tür war, die aufgegangen ist? Okay, hier kommen wir nicht hoch. Da hinten aber bestimmt. Ja, und jetzt ist die Tür auch offen. Oh, da ist der Ergenius. Und der randaliert hier auch so rum. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Man
Okay. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Das ist der Kristall. Laden wir den Kristall mal auf. Wow. Hallo, Genius. Okay, die Stützen sind weg und der Himmel, die Decke steht noch, alles klar. Ja. Boah, zum Glück ist er sehr langsam, weil er so groß ist. Autsch. Na. Ups. Ich habe die Fesseln gesprengt. Zwei. Ja. Autschi. Kleiner Freund, du. Hör meine Spitzhacke nicht dabei, um mich zu schürfen, mein Freund. Das wird jetzt auch nicht mehr nötig sein. Puh. Genius Essenz. Genius Muttergen. Henker Kapuze. So. Für den können wir uns dann schon mal die Belohnung abholen. War wieder ein nettes Kämpfchen. Ich glaube, da hinten noch nichts weiter gesehen zu haben. So, dann wollen wir mal hoch. Ist eigentlich eine Katze auf dem Schwert? Tatsache. So viele Regale. So, jetzt ist das Haus auf jeden Fall sicher. Das ist wirklich eine interessante Raumaufteilung. Eigentlich ein großer Raum. Wo haben wir denn unsere andere Quest? Wir haben ja noch einen Hexerauftrag. Der Trinker von Ochsenfurt. In Ochsenfurt natürlich. Wo haben wir denn den guten Mann? Der ist in Novigrad. Na gut, dann erstmal nach Novigrad zum Platz des Hierarchen. Dass wir die schon mal durch haben. Da 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 da. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir auch soweit alle Hexeraufträge, die in unserem Levelbereich sind, erledigt. Dann schauen wir nochmal in die Schatzsuchen rein. Und in die Nebenquests, was wir da so haben. Und dann gehen wir wieder auf jeden Fall nach Skellige und kümmern uns um unsere Hauptquests. Und wir können ja eigentlich mal zu diesem meisterlichen Rüstungsschmied. Genau, das ist ja auch noch eine der Nebenquests, den das Werkzeug bringen. Um meisterliche Rüstungen zu schmieden. War das Rüstung oder Waffen? Ich glaube Rüstung, was wir da gesammelt hatten auf Skellige bisher. Und nach dem meisterlichen Waffenschmied haben wir irgendwie komischerweise nicht weiter rumgefragt. Was nicht ganz so geschickt war. Aber das holen wir noch nach. Huch, was ist das denn? Ach, der Eisvogel. Ach, das war der Typ, mit dem wir da... Ah, genau, mit dem wir da oben aus Versehen mal geredet hatten. Und dann haben wir auch noch ein Date mit Dings und Bums. Hier, Sultan, Priscilla und Dingsbums hier. Rittersporn. Hammel. Magst du keine Hammel? Ist aber lecker eigentlich. Ja. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem?
Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht, rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Danke und viel Spaß mit deinem Haus. Schon wieder du, Rie. Na, was gab's an Belohnung? Level up. Asche zu Asche. Erfahrungspunkte und 200 Kronen, naja. So, Schnellreise. Und dann wollen wir noch Ochsenfurt jetzt. Genau dahin. Hexer sind unfruchtbar, wie Zauberinnen. Das ist traurig. Warum machen die sowas? Und ich habe gerade mal auf die Tonaufnahme geguckt und festgestellt, sie ist da. Mir war die ganze Zeit ein anderes Fenster vor und ich habe den Pegel nicht gesehen und daher war das ein bisschen doof. Okay, Quest. Hexeraufträge, der Betrunkene von Ochsenfurz. Beim König. Nee, du. Nikolas Friedmann. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Reden wir über die Belohnung. Wehre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Große Töne. Na schön, das kann ich reinen Gewissens zahlen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Sehr gut. Sonst muss ich leider euer ganzes Schiff versenken. Ja, ein bisschen. Ich muss hier Aufträge erfüllen. Erstmal mal zur Taverne. Jetzt geht's wahrscheinlich auf der anderen Seite rein, oder? Natürlich. Ach ja. Na hier, wo die alle alles voll kotzen. Da ist die Frau. Oh, spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Weißt du, ich fände es besser, wenn du es nüchtern erzählen würdest. Du kannst dir die Flasche ja später kaufen. Wie du willst. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder fünf, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das?
Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht. Wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Okay, und ich muss einmal ganz kurz Pause machen. Wir sehen uns sofort wieder. So, Leute, weiter geht's. Boah, das war ein bisschen eklig. Überall kotzen die hier hin. So, untersuche den Schauplatz des Monsterangriffs mit Hilfe deiner Hexersinne. Irgendwo hier? Da. Ein Armband, ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung, zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Ach, du hast doch nichts zu befürchten. Hast du nicht gehört, dass die Bestie nur reiche Schnösel angreift? Wird sie nicht mal an. Also wir hören irgendwas, definitiv. Was ist das für Geschwätz? Seit wann interessieren sich Monster für die Vermögensverhältnisse ihrer Opfer? Brauchst auch vielleicht lief's am Geschmack. Ein Fisch aus der Kanalisation schmeckt doch auch anders als... Na schön, dann gehen wir erstmal zu dem Arzt. Und gucken, was wir da in Erfahrung bringen können. Geh mir aus dem Weg. Okay, was ist denn das für ein Schiff hier? Ein feines Töff-Töff-Ding. Spielende Kinder. Und hier in der Hütte ist also der Arzt. Hallo Arzt. Schmeiß deinen Zettel weg. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Werde ich machen. Deine Maske bringt übrigens überhaupt nichts. So, Leichen. Hallo, Leiche. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Das ist ziemlich eindeutig. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Sprich mit der Tavernenwirtin und betrink dich. Super. Das ist natürlich auch eine Lösung, um ein Monster zu töten. Völlig betrunken. Machen wir. Warum auch nicht? Das ewige Feuer beschützt uns und vertreibt die Monster. Nein, das bin ich. Oh, gar keine Trunkenbolde mehr hier. So, Wirtin, ich will mich zuschütten. Nee, das ist der Koch. Mit ihm möchten wir reden. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Oh, spielen wir Quint. Spielst du Quint? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich vielleicht. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Sehr schön, dann spielen wir die Runde und machen heute eine super duper lange Folge. Müsst ihr durch. Ich finde Quint super. Ich beginne. Nur Fernkämpfer, bis auf den und den. So, das ist schon mal eine relativ gute Hand, würde ich sagen. In dieser Runde spielen wir dann mal Bogenschützen. Vielen Dank für die Karte.
glaube, ich weiß genau, was er vorhat. Ich hätte gerne eine andere Karte noch. Bin ich gespannt, was kommt, ja. Genau das habe ich eigentlich erwartet. Dass er seine scheiß Karten hortet. So, können wir ihn ein bisschen aufholen. Okay. So, pack aus, was du hast. Bogenschützen, Nahkämpfer. Fucking stürmenden Regen. Beenden wir die Runde hier. Huch, wer ist das denn? Jennifer von Wengerberg. Krasses Kartendesign. Na gut, packen wir aus. Wie geht Nahkämpfer? Und Fernkämpfer. So, Katapult-Lady. Boah, genau. Wir holen uns einfach noch mehr Karten. Oh, er belebt auch wieder. Ist ja jetzt nicht so schön. Ist ja mal gut, Gegner. Ach, er holt sie noch mehr. Okay. Gibt schlimmere Verluste. Wieso kann ich den Nebel nicht spielen? Okay, er spielt auch Kälte. Er muss jetzt 52 Punkte rausholen. Ich glaube, das wird sehr schwierig für ihn. Boah, ein 10er Katapult. Und davon noch welche. Yeah, gewonnen! Boah. Schönes Spiel. Welche Karte kriegen wir? Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre der Olivier, der Tavernwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. Danke. Jennifer von Wengerberg, sehr cool. Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich würde mich gerne betrinken. Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Betrinke ich mich jetzt draußen auf der Straße direkt? Ist ein guter Wirt, der hat immer was am Start. Wow. Eieiei, einige Stunden später spaziere in der Nähe der Taverne herum. Ich kannte ein Mädchen, oh höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen. Doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Die besten waren diesseits des Der Katakan hat's nicht gehört.
Ich versuche noch eine Strophe. Lalala. Können wir auch sprinten? Nee, können wir nicht. Ungläubiger. Nein, nur Sternhagel voll. Und ungläubig, ja. Ich bin ein Hexer. Uiuiuiui. Wow, links, rechts. Das dritte hingegen, das machte mir Freud. So freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rübelei. Diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Ich bin nur betrunken und muss hier singen. Streitlustig, wie? Nein. Nur voll auer Feuer heiß. Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Na du kleiner Schnüffeliger. Ja, du bist einer von diesen unsichtbaren Vampiren. Wow. Du hast aber schönen Schmuck, mein Freund. Wo ist der verdammte Katakan? Oh. Ich kann ihn hören. Ich kann ihn hören. Da ist er. Hinterher. Will er hin? Wo ist er lang? Ich kann ihn hören. Da war er. Wo ist er lang? Ich kann ihn hören. Raus aus der Stadt ist er. Er geht zur Hütte am Fluss. Interessant. Okay, abgeschlossen. Dann gehen wir durch die Dachluke. Na. Das ist aber schön geschmückt. Fieser Vampir. Katakankopf ist meiner. Gib her das gute Stück. Wieder halb zerlegt den Bestie. So. Das wär's, holen wir unsere Belohnung. Boah, der war aber auch nah dran an den ganzen Soldaten hier. Steckt einen an, mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Na, nicht so wirklich, du Spinner. So, Friedmann. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast ihr den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Sehr schön. Eine weitere gute Tat, eine Mission gemeistert. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich aus der heutigen Episode von The Witcher 3. Heute etwas länger. Ich glaube, wir haben eine 40-Minuten-Folge oder sowas gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dran geblieben, auch wenn es heute sehr, sehr lange war. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lassen wollt. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, ein Abo
Dann lassen würde mich sehr freuen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.